Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal wieder Sherlock Holmes und der Hund von Baskervilles. Ja, schauen wir mal, was uns heute so alles so erwartet, ne? Schauen wir mal so alles, was hier so alles so gibt, ne? Da ist er was. Dem Muster und der Form zufolge scheint es aus Henry Baskervilles Raum zu stammen. Okay. Hier die Fische. Da oben ist was. Dunkler Ort, da können wir auch leuchten. Hiermit. Ah. Nehmen wir natürlich direkt mit. Können wir und den Wolf mit. Alles gefunden. Bereiten Sie sich auf den Fund eines weiteren Mordschauplatzes vor, meine Freunde. Na dann. Ja. Also sieht er ja auch jetzt nicht so blend aus. 2 von 3 Holzstücke. Wofür die auch immer sind. Da weiß man es natürlich noch nicht. Da noch so was. Achso, hier ist was. Da kann man die Dinger hier einfügen. Ein Holzstück fehlt. Okay. Eine Gegenwart. Darin ist ein Schlüssel zu sehen. Ja, dann machen wir den mal kaputt. Der Schlüssel zu Elisabeths Raum. Ich nehme an, dass das der Schlüssel Elisabeths Raum ist. Ja. Davon gehen wir auch mal aus, ne? Geschlossen, ja. Ich wäre überrascht. Dann nehmen wir natürlich den Schlüssel. Und auf einmal ist er dann offen, die Tür. She was my cousin, the daughter of Charles, and a great painter. There is nothing worse than to survive your own children, and that's what happened to my poor uncle. Elizabeth was attacked by the beast 15 years before her father. Ja dann. It is tragic. Ja. It was from this time that Charles began to write to me. He was so sad. I think he felt guilty for failing to protect his daughter. Ja, kann sein. Nehmen wir erstmal einen Pinsel. Und ach so, hier haben wir hier ein bisschen so ein Wimmelbild. So, jetzt sollen wir mal ein bisschen hier, genau hier Farbspachtel. Was haben wir hier noch? So, Band, Kamm, Wolken, Pfeil und Schmetterling. Da waren die Wolken da mitten im Himmel. Ja, das ergibt ja Sinn, ey. Dass Wolken mal ab und zu im Himmel sind. Jetzt gucken wir nur nach einem Schmetterling. Der ist aber hier nirgendwo. Aber sieht man nicht. Also gucken wir mal. Ah, hier ist ein Schmetterling. Okay. So, ein Schwamm. Ja, was machen wir damit? Errungenschaft haben wir auch. Schwamm gefunden. Ein Gemälde der Turmler See, aber ja, Salzwasser. Damit können wir das beschädigte Bild wiederherstellen. Nein, können wir nicht. Ein Stillleben, ziemlich leblos. Schauen Sie sich nur diesen Schädel an. Vielleicht können wir den auch kaputt machen. Man kann hier nicht alles kaputt machen. Hier haben wir das Waffenstück. Ja, das stimmt wohl. Obviously, this item didn't belong to any of the victims of the curse, which means that it is possible that it could have been Hugo's.
Ja, dann. However, this medallion is an essential element of our progress. It guided us here. Ja, dann. Or manipulated. I really can't decide. Du hast alle Waffen schon gefunden. Möchtest du in die Porträtgalerie gehen und Edward Baskerville von dem Fluch erlösen? Ja, machen wir mal. Sind wir ein bisschen hier wahrscheinlich oben. Machen wir das Ding hier mal. Gucken, was ist passiert. Ja, dann. Ja, kann sein. Fear the next step of our inquiry. Now that the locket is whole, we are going to have to find the beast, aren't we? Oh. I'm afraid so, my friend. So. Ach so, da Telekinese, genau. Damit kann man entfernte Objekte erreichen. Alles gut. Ja, machen wir mal. Diese Maske ist außer Reichweite, okay. Okay. Ja, ist immer außer Reichweite. Da ist noch so eine Maske. Ja. Haben Wappenstück entdeckt. Drei Pentagrammstücke fehlen. Ja. Holzstück. So. Ja, guck mal, das können wir ja irgendwo anders noch gebrauchen, ne? Da, hier ist das. Alles gefunden. So, und jetzt, jetzt kommt ein Rätsel hier. Ja, was wollen die denn? Entwirre die verknoteten Seile so, dass sie sich nicht gegenseitig überkreuzen. Klicke, um fortzufahren. Okay. Ja. Ah, der Knoten, der sieht irgendwie schon ein bisschen komisch aus. Nee. Bauen wir das hier hin. Achso. Ist gelöst. Wie großartig, aber mein Freund, du hast es gelöst. Ja, dann. Ach, ihr gebt dann direkt hier so ein Wusel-Busel-Bild. Wo erstmal. Ah, ein Fernglas, das haben wir immerhin schon gefunden. Was bitte ein Tintenfisch ist auch noch. Da ist er. Ja, du hast ein Pentagrammstück gefunden. Perfekt. Szene abgeschlossen, okay. Gehen wir hier rein, vielleicht ist hier noch irgendwas. Achso, ja, kann man jetzt erstmal hier das Ding hier anbringen. Aha, das Bücherregal sieht seltsam aus. Es ist schlecht geordnet. Zwischen den Möbelstücken befinden sich Zwischenräume. Aha. Dies ist ein Teil der Öffnungsmechanismus der Gartentür. Wie komme ich nur da dran, ohne mich zu verbrennen? Wobei, man kann ja auch mit Telekinese daran. Guck mal. Fantastisch, du hast die Telekinese-Fähigkeit bereits dreimal verwendet. Wieso probierst du sie nicht mit deinem Computermaus aus. Das hast du wirklich verdient. Meister Entfernung. Klick, um fortzufahren. Okay. So. Das ist ein Stück. Schloss ist im Raum der
Insektenkundlerin, begeben wir uns dorthin, Doktor. Okay. Und verstellen das Türschloss von Charles. Mein Onkel fühlt sich nicht sicher. Vielleicht gibt er da ja. Drei Objekte fehlen. Da haben wir auch noch gar nichts von. Diesem Bild fehlen die Farben. Zwei Objekte fehlen. So, dieses Bild wurde zerstört, möglicherweise mutwillig. Schwamm ist trockener, vielleicht könnte man etwas Salzwasser verwenden. Ah, okay, das hatten wir ja. Das wäre dann hier. Obviously someone went through a great deal of effort to hide this platform. Ja, schau mal, ne? What can this schematic possibly represent? It is incomplete. Ja. Dear Watson, I think that it depicts the method to invoke the beast. Ja, genau. Amazing. Baskerville discovered the means to call this monster. Since we have the completed medallion, we have nothing left to do but to reconstruct this plan, invoke the animal and kill it to put an end to the curse. Nothing could be easier, indeed. Ja, genau. Wir bringen einfach das Tier. Wir vervollständigen einfach das Bild und bringen das Tier dann um. Aber ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal. Bewertet doch mal ruhig den Teil und bis dann. Tschüss.